Hallo und willkommen meine lieben Freunde zurück zu meinem Let's Play Civ 6. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir spielen Griechenland. Wir haben das letzte Mal den Leuchtturm von Alexandria gebaut. Keine Ahnung, ob das ein wichtiges Wunder ist oder nicht. Ich habe es jetzt einmal gebaut, einfach weil ich es kann. Gut, dadurch sollten unsere Galeeren noch schneller sein. Oh, wir haben noch jemanden gefunden. Sansibar. Sie haben uns einen. Ah, sie hätten gerne einen Handelsweg. Das finde ich ist gut. Das mache ich. Das ist erfreulich. Zingi ist eine 650 Quadratkilometer große Fallgrube, bestehend aus massiven Obelisken und durchsetzt mit schroffen Spießen. Und ja, sie wird dir das hübsche Gesicht zerschneiden. Okay. Ist das tatsächlich auf Madagaskar? Ich habe noch nie davon gehört, um ehrlich zu sein. Zingi, unpassierbares Naturwunder. Über ein Geländefeld bietet plus ein Kultur und plus ein Wissenschaft für angrenzende Geländefelder. Naja, gut. Ich nehme mal an, wir sind nicht die ersten, die mit Sansibar reden. Cleopatra hat ja voll viel in die investiert. Die bieten 4 Gold für Handelszentren. Und was bringen sie, wenn man mit ihm verbündet ist? Erhalte Zimt- und Gewürznelken-Luxusgüter. Diese können auf keinem anderen Weg im Spiel verdient werden und bieten jeweils 6 Annehmlichkeiten. Bist du irre? Finde ich gut. Sansibar muss unser Freund werden. Das mit dem Handelsweg werden wir gleich als erstes machen, sobald wir eine Handelsstrecke verfügbar haben. Tun das auch nicht. Bildungsweg Technikbonus. Eritrea braucht Annehmlichkeiten, das wissen wir schon. Ha, und Eritrea hat auch. Emile du Châtelet. Emily du Châtelet. Warte mal. Nein. Was letztes? Können wir uns die anschauen? Löst Heureka für 3 zufällige Technologien der Renaissance oder des Industriezeitalters aus. Das war's? Mehr macht der große Wissenschaftler nicht? Oh, nein, das macht dieser große Wissenschaftler. Der große Wissenschaftler baut sofort eine Universität und eine Bibliothek in diesem Bezirk. Das ist ja arg, die können unterschiedliche Sachen. Bin ich so depp? Ach Gott. Das war's? Mehr nicht? Oh Gott. Das war lächerlich wenig, was du kannst. Andererseits, also wir müssen uns dann um diese Dinger nicht mehr kümmern. Ja, wir sollen das machen. Der Einfallsreichtum. Was für Astronomie haben wir es gekriegt? Für Belagerungstaktiken und für Bankwesen. Andererseits, man muss das so sehen, immerhin hat sie uns 1,5 Forschungen gebracht. Im Alten hat man nur 1 Forschung gekriegt. Sicher, da hat man sie sich selber aussuchen können. Hat
wenigstens irgendwelche Akademien oder so bauen können. Na gut, aber das braucht man hier nicht, weil das baut man sowieso in der Stadt. So, die Pikeniere heilen sich. Handwerker. Oder haben wir eh schon eine Dings? Haben wir da schon eine? Hatten wir da schon ein? Ja, warte auch hier. So ist. Na gut, soll sein. Auch schon wen? Schauen wir mal. Wir haben noch einen Bonus auch für Truppen. Oh, aber Händler, Händler, Händler. Wir wollen viele Händler, wir sind gierig. Na, schau dir was an. Dafür haben wir da jetzt für fast alles einen Bonus. Die Burgen haben wir ja gerade schon gekriegt. Machen wir das als nächstes. Da kann man nämlich Stadtverteidigungsanlagen bauen. Außerdem bietet es einen Kulturbonus für die Katharina von Medici, die wir nicht sind. Mhm. Konföderation Ägypten hat die gleiche Regierungsform wie ich. Ich mag Anführer, die sich mit einer beeindruckenden Streitmacht umgeben. Ihr habt die Agenda stehen, ist ja von gar nicht erfüllt. Echt jetzt? Wir haben nichts gemacht, wir haben nicht einmal Truppen gebaut. Ach Gott. Die Allianz ist tatsächlich ja nicht strange. Zu wenig Wohnraum. Alles, alles ist schlecht. Na gut, wenn ich natürlich nur Händler baue, dann ist das natürlich problematisch. So, okay, da haben wir schon eine Mine. Das heißt, wir müssen mal daher. In Wirklichkeit hätten wir zuerst das da bauen sollen. Naja, soll sein. Können wir bis nach Sansibar mit dir? Ja, können wir. Machen wir das doch gleich. Schon allein, weil wir mehr Gold wollen. Yay! Ein Gesandter nach Sansibar. Und wenn wir das da haben, kriegen wir zwei Gesandte. Vielleicht senden wir die auch nach Sansibar. Damit wir souverän dort werden. Damit wir diese 6 Annehmlichkeit kriegen. So. Du brauchst Annehmlichkeiten. Nehmen, wenn nicht stehlen. Ja, bauen wir mal Stallungen oder Kasernen. Einfach schon allein deswegen, weil es Wohnraum bieten. Auf die Annehmlichkeiten, wenn wir Truppen ausrüsten können. Was macht der Wahnsinnige da? Eine Stadt bauen. Der Spinnerte.
So. Das ist mein Wissen. Wenn ich den Heimat weiter ausrüsten kann. Und nächste Runde. Hey, noch eine große Persönlichkeit. Wen können wir uns jetzt rekrutieren? Einen großen Händler. Na, schauen wir was an. Machen wir doch klar. Ein großer Händler hat sich unserer Zivilisation angeschlossen. Jeder hat ein einzigartiges Talent, das unsere Wirtschaft florieren lassen wird. Okay. Dadurch beschleunigt, was ich gut finde. Masterclass. So, unsere mittlere Flotte wurde unsere indische Ozeanflotte. Auch nicht schlecht. Gut, das kannst du. Ja, 200 Gold, Gewehr 2 Gesandte, muss ich auf dem fertiggestellten Handelszentrum befinden. Ah, okay. Er macht 2 Gesandte, echt jetzt. So, dann schauen wir uns mal an, was die anderen können. Ja, 200 Gold und 2 Gesandte. Wir hatten sonst noch einen großen Händler gehabt. Marco Polo, hattest du gewährt eine kostenlose Händlereinheit in dieser Stadt und erhöht die Handelskapazität um 1. Fremde Handelswege in dieser Stadt bieten beiden Städten plus 2 Gold. Naja, okay. Nicht so großartig. So, Wissenschaftler, Prophet, General, Prophet, Händler, was kannst du? Erhöht die Handelswegkapazität um 1. Fremde Handelswege in dieser Stadt bieten beide. Okay. Das scheint generell etwas so zu sein. Man kann sich eh nicht wirklich aussuchen, oder? Kann man das? Vielleicht kann man es ja auch. Das ist nur nicht bewusst gewesen, dass man sich so aussuchen kann. So, jetzt haben wir 2 Gesandte, aber das ist eigentlich eh nicht schlecht. Weil... ist das in Sansibar? Hier haben wir 1. Finde ich gut. Kumasi haben wir noch gar niemanden. Könnten wir auch die Nummer 1 werden? Wir könnten Kumasi und Kabul einen nehmen. Kumasi und Kabul. Kumasi würde uns den Kulturbonus in der Hauptstadt bringen und Kabul würde uns den Souverän bringen und die schnellere Truppenproduktion im Lager.
Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. Sansibar nehmen. Mal zwei nach Sansibar schicken. Wie sich herausstellte, gibt es auf dem Kilimandscharo kein WLAN. Ich musste mich in Tansania also ganze 2 Wochen mit den anderen Menschen unterhalten, die mit mir gereist sind. Das klingt schrecklich. Ich unterhalte mich nicht sehr gerne mit anderen Menschen. Ich rede lieber nur und lasse andere zuhören. Finde ich gut. Finde ich gut. So, Handwerker, was machst du? Du gehst jetzt da rüber und holst dir das da mal. Ich habe den Kilimandscharo entdeckt. Wir haben 540 Goldstücke. Was soll's? Das passt schon. Nein! Geh weg, du blöder Hinduismus! Hattusa gehört mir! Mir ganz alleine! Es gab in meinem Leben viele Katastrophen. Einige sind sogar passiert. Gut, das klingt nett. So, was machen wir als nächstes? Zunächst einmal, den hauen wir wieder raus. So wichtig ist der nicht. Entweder immer plus 1 Gold durch die Gesandten. Der erste Gesandte bringt 2. Das wäre vielleicht interessant für Kumasi. Hat er nächsten seinen Gesandten reinsetzen, dass er noch einen zweiten kriegt. So, was haben wir neues? Neue Sachen gekriegt. Plus 100% Campusbezirk Nachbarschaftsbonus. Das ist jetzt nicht so großartig bei unserem Campi. So. Das ist jetzt eine Karawelle. Wohnraum in Korinth, in Argos, danke für diesen Hinweis, und in Mykene. Aber wir haben jetzt plus 2 Annehmlichkeiten in Mykene. Finde ich auch nicht schlecht. So, öffentliche Verwaltung, was sagst du dazu? Verwaltung. Das passt, das ist schnell. Beginn hier, du passt bitte auf dieses Lager auf. Du baust diese Pferde ab.
dadurch sind wir noch schneller geworden in der verbotenen Stadt. Mit der verbotenen Stadt, so. Oh, da unten haben wir Salpeter. Bordeaux gebaut. Steine auf meinem Weg? Ich behalte sie alle und baue daraus meine Burg. Jetzt stärkere Mauern bauen. Finde ich gut. Und die Alhambra. Der Kulturbonus für die Katharina. Sowas machen wie Sina. Sina klingt gut. Bauen wir doch glatt. Da brauchen wir so kleine Dings mitten durch die Wüste. Straße mitten durch die Wüste. Gut. So. Ist diesen Salpeter da abbauen. Auch eine große Persönlichkeit. Na, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Auch ein großer Admiral. Plus 5 Kampfstärke und plus 1 Fortbewegung für Marineeinheiten in der Renaissance und des Industriezeitalters innerhalb von 2 Geländefeldern. Na, schau was an. Bildet eine Armada aus einer militärischen Marineeinheit. Na, aber man kann sich nicht aussuchen, wer da kommt. Es kommt ein Herr Santa Cruz, wie auch immer das ist. Alvaro de Bazan war der erste Marinekommandant des Zeitalters, in dem sich sein Heimatland gegen ein weltumspannendes Reich erhob. Er war der Sohn eines spanischen Marineoffiziers. Er kam schon in jungen Jahren zur Marine und im Alter von 8 Jahren zum Militärgouverneur und Kapitän der Festung Gibraltar ernannt. Wenn es auch letztlich sein Vater Alvaro Senior war, der das Kommando der Galeerenflotte innehatte. Okay. In den folgenden Jahren erlebte der junge Alvaro Marinekonflikte mit den Franzosen, Türken und Mauren. Er stieg immer weiter im Rang auf und wurde 1569 Marquis de Santa Cruz. 2 Jahre später beim Kommando der Reservisten in der Seeschlacht von Lepanto, das war Venetien und Österreich gegen die Türkei, spielte er eine wichtige Rolle beim vernichtenden Sieg über die Türken. 1580 befehligte de Bazan die Flotte, die die Eroberung Portugals den Herzog von Alba
unterstützte und schlug dann eine französische Staffel, die einen Aufstand auf den Azoren begleiten sollte. Wenn auch sein Sieg durch die Hinrichtung aller französischen Gefangenen bei Verletzung der Kriegsregeln Kratzer bekam, machte ihn Philipp II. Doch zum Generalkapitän des Meeres. Ja, freundlich waren diese Leute damals nicht. In dieser Funktion sollte Alvaro auch die Invasion in England unternehmen, um den protestantischen Vorkömmling Elisabeth loszuwerden. 1583 begann der Generalkapitän auf Befehl von Philipp mit der undankbaren Aufgabe, Schiffe, Vorräte und Männer in Lissabon zusammenzustellen. Trotz der Widrigkeiten beim Rekrutieren korrupter Auftragnehmer, englischer Überfälle und der Störungen und des Nörglings durch Philipp stellte Alvaro die größte Flotte zusammen, die Europa je gesehen hatte. Doch führten wahrscheinlich die großen Anspannungen und Arbeiten zu Alvaros Tod im Februar 1588. Das Kommando über die Armada ging an den Herzog von Medina Sidonia, der gänzlich keine Ahnung von Marineangelegenheiten hatte. Wie sehr hätte sich die Zivilisation wohl verändert, wenn die Basan noch die spanische Armada hätte anführen können? Oh, verstehe. Ja. Na gut, den kriegen wir jetzt. So, wo ist er denn? Der Santa Cruz. Aha. Ich fürchte, der steht da ein bisschen doof. Ah, warte mal. Wir können ihn aber zu einer anderen Stadt transferieren. Ha! Den können wir da rüberbringen einfach. Das ist ja cool. So ist er gleich bei der indischen Flotte. So, was machen wir als nächstes? Massenproduktion klingt gut. Schiffswerft und Arsenal von Venedig plus 2 Punkte. Großer Ingenieur. Muss ein Industriegebiet im Besitz der Stadt angrenzen, kann nicht auf einem See gebaut werden, muss auf Küste gebaut werden. No sei ja was. Das zu bauen ist ein bisschen schwierig. Bankwesen. Mal. Geld ist nicht schlecht. Gut. Was ist denn ein Industriegebiet da eigentlich? Ich glaube, das ist ein. Na, das ist ein Wirtschaftsgebiet. Also, wir müssten eigentlich das. Aber die Industriegebiete da auch noch bauen. Das ist aber wenig Platz für das ganze Zeug. Wollen wir mittelalterliche Mauern bauen? Händler, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder irgendwas, was uns am Markt könnte man auch machen. Überplatzen. Ein Lager könnte man noch bauen. Ich habe gesagt, wir wollen mehr Lager bauen, aber ich bin mir nicht sicher, wie in der Hauptstadt noch ein Lager bauen will. Andererseits besser hier als woanders. Was da hier? Klug war, was ich jetzt mache. So, Korinth. Könnten noch eine Waffenkammer bauen. Ah, nicht, das ist gerade schneller. Wenn wir solche Sachen bauen. Du hättest gerne das. Ich hätte ganz gern Pelze oder so irgendwas. Aber, puh. Du zahlst echt gut dafür. Ja, klar. Kinderhand mit Griechenland. Ja, ich weiß, ich bin Griechenland, das brauchst du mir nicht erzählen. Rom hat noch eine Stadt gebaut. Ich hoffe nicht, dass ich sie hinbauen wollte. Aber ich glaube,
der ist da mit seiner blödsinnigen. Mit seinem blödsinnigen. Typen da. Ach, da oben. Oh, fürchterlich. Ja, was soll ich mit dir machen? Jetzt den Bonus vom Dings auch noch kriegen. Oder? Was macht der? Macht der nicht stärker? Plus 5 Kampfstärke, plus eine Fortbewegung für Marineeinheiten der Klassik und des Mittelalters. Ist die Karabelle leicht ein Renaissance-Ding? Offensichtlich. Oh, bitte. Ich kann mir wohl versehen, oder? Noch nicht ganz. So, was kannst du machen? Zur Ruhe setzen. Bilde eine Armada aus einer militärischen Marineeinheit. Was kann eine Armada sein? Sollen wir das ausprobieren? Was ist die Passivfähigkeit? Jetzt kriegen wir den Bonus. Okay. Das bedeutet also, dass du eine Renaissance-Einheit bist. Na gut. Das heißt aber, dass wir den anderen Admiral auf jeden Fall zur Quadrimäre machen können. Ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ja. Das kann die öffentliche Verwaltung. Der Steuerzahler ist jemand, der für die Regierung arbeitet, aber keine Prüfung für den öffentlichen Dienst ablegen muss. So. Leistungsgesellschaft, plus 1 Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie braucht. Das da rein. Also auf alle Einheiten Verbesserungen. So, das können wir jetzt nur weggeben wieder. Gehen wir vielleicht das da rauf. Machen wir irgendwas, was die Leute glücklich macht? Gibt es sowas? Plus 2 Wohnräume. Plus 15% Wachstum für Städte, die nicht auf dem. Nein. Plus 50% Produktion für Siedler. Das wäre vielleicht noch gescheit gewesen, wenn es kurz noch länger Zeit gehabt hätten. Der das da. Eine Kultur. Eine Forschung.
Forschen, glaube ich, ein bisschen langsamer als bei Kultur mittlerweile. So. Das heißt, wir machen Themistokles Quadrimäre. Kann man die schon aufrüsten? Draufschießen, weil das im Gebiet von Delhi ist und da haben wir keinen Zugang. Was hältst du davon? Finde ich nicht richtig. Na gut, dann vergiss es. Und tschüss. So, wir haben offensichtlich zwei Gesandte. Einen davon senden wir nach Kabul und einen nach Kumasi. Schauen wir mal, ob das eh passt. Da haben wir derzeit 5. Das passt. Und in Kumasi noch einen. Das heißt, wir müssten jetzt in Kabul wieder der Schäfe sein. Vielleicht möglich, wenn er schießen hätte können auf den zwei Märkte. Ich glaube, das könnte ich auch schaffen. Zwei Tempel hingegen eher nicht. Ja, vielleicht einmal den ersten Tempel. Was kann denn so eine Arena? Bloß eine Annehmlichkeit der Unterhaltung. Was kann der Leuchtturm? Bedeutet Wohnraum. Ganz, ganz wichtig. Stelle, Herrschaften, wünsche ich euch wieder einen schönen Nachmittag, Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann. Tschüss euch.